Die deutsche Autobahn. Auf keinen anderen Straßen der Welt darf man schneller fahren als hier. Etwa auf der Hälfte des deutschen Autobahnnetzes gilt kein allgemeines Tempolimit. Es gibt lediglich eine empfohlene Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Diese Tempofreiheit macht die deutsche Autobahn für viele Menschen aus dem Ausland sogar zu einem großen Reiseziel. Ganze Touristengruppen reisen extra aus Asien an, um nur einmal auf der Autobahn das Pedal richtig durchzutreten. Doch so seltsam es auch klingt, Schnellfahren muss gelernt sein. Auf deutschen Autobahnen passieren jährlich über 2 Millionen Unfälle. Und das nicht zuletzt wegen unerfahrenen Rasern. Hohes Tempo fordert viel Konzentration und Kraft vom Fahrer, denn nicht immer ist die Überholspur frei. Bei Spitzengeschwindigkeiten nah an die 300 km/h sehen andere Verkehrsteilnehmer heranrauschende Fahrzeuge meist erst zu spät und es kommt zu gefährlichen und hektischen Fahrmanövern. Deshalb respektiert sogar der international bekannte deutsche Rennprofi Tim Bergmeister die Geschwindigkeiten auf der Autobahn. Er weiß, mit schnellen Autos und hohem Tempo umzugehen, doch kennt das Problem auf deutschen Autobahnen genau. Ich sag mal, im Allgemeinen ist das Problem, dass man mit so einem Fahrzeug unterwegs ist, doch wirklich schnell unterwegs ist. Nur die anderen sind halt, ich sag mal, in normaler Reisegeschwindigkeit unterwegs, mit 130 die meisten, auch wenn man schneller fahren dürfte. Und der Geschwindigkeitsunterschied ist halt so groß, dass man die Geschwindigkeit oder die Abstände unheimlich schwer einschätzen kann. Das heißt, die Autos, die vorne wegfahren, die sehen gar nicht, wie schnell man ankommt. Wenn die Straße frei ist, abends oder nachts, dann kann man sicherlich schon mal schnell fahren. Nur tagsüber im normalen Straßenverkehr sollte man sich schon dem Umfeld anpassen und dementsprechend die Abstände einhalten, die man einhalten muss. Gefährlich wird es auch, wenn man nach langer Autobahnraserei wieder in Ortschaften einfährt. Oft ist die eigene Geschwindigkeitswahrnehmung noch verfälscht vom hohen Tempo auf der Autobahn. Hier heißt es, sich schnellstmöglich wieder ans Tempolimit anzupassen. Unübersichtliche Straßenabschnitte können für andere, schwächere Verkehrsteilnehmer sonst fatale Folgen haben. Genau wie das zu schnelle Einfahren von Kurven. Auch wenn man also von sich selbst denkt, man kommt mit schnellem Tempo zurecht, sollte man nur auf der Autobahn ans Limit gehen. Dabei aber stets höchst aufmerksam und trotzdem vorsichtig fahren. Und vielleicht für eine Weile auch selbst mal die Überholspur freimachen.